Hey, mein Lieben, und herzlich willkommen hier wieder mal zu einer neuen Folge von Clash Royale. Heute habe ich mir immer gedacht, dass wir uns die Top 10 Karten aus dieser Woche anschauen werden. Es hat natürlich damit was zu tun, dass wir die Decks von den besten Spielern der Welt uns mal genauer angeschaut haben. Und diese Karten sind halt am häufigsten immer wieder zu finden. Auf Platz 10 befindet sich im Moment der Mega Minion. Das ist eine recht neue Karte. Sie dauert vor allem nicht lange, bis sie gespawnt worden ist und ist ab einem hohen Level doch relativ interessant. Auf Platz 9 befindet sich die Kanone und zwar hat das damit was zu tun, dass man mit der Kombination von den Schweinereiter und den Freeze doch im Moment relativ gut und viel Schaden machen kann. Allerdings wird sie meiner Meinung nach nicht so lange halt in den Top 10 bleiben, weil wir doch viele neue Lufteinheiten mit dazu bekommen haben. Auf Platz 8 befindet sich der Riese, oder wie ich ihn nenne, halt mein Dickerchen. Er hat viel Energie, kann doch eigentlich nach den letzten Updates noch relativ viel einstecken. Allerdings braucht er aber auch ein bisschen Unterstützung von kleineren Truppen, um wirklich durchrushen zu können. Auf Platz 7 befinden sich die Wächter, und zwar werden sie diese Woche doch eher als defensive Karte genutzt, als jetzt wirklich den Turm Damage zu geben. Auf Platz 6 befindet sich der Freeze. Wer hatte denn gedacht, dass die klassische Hog-Freeze-Kombo immer noch so aktiv, wirklich auch alleine in den oberen Spielen vergeben ist? Gerade noch von gesprochen, jetzt ist er da. Natürlich, der Hog-Rider ist auf Platz 5. Viele Top-Spieler finden einfach, dass er immer noch der beste Weg ist, um die gegnerischen Türme platt zu machen. Auf Platz 4 befindet sich der kleine Eisgeist. Er wird einfach immer und immer beliebter. Es hat einfach damit was zu tun, dass der kleine, sprunghafte Freund die Fähigkeit hat, gegnerische Gruppen zu verlangsamen. Auf Platz 3 befindet sich diese Woche der Zap. Viele lieben ihn, viele hassen ihn. Ich bin eine, ich hasse ihn. Wenn ich überlege, mein wunderschönes Koboldfass, was eigentlich so viel Damage machen kann, wird jedes Mal durch den Zap vernichtet und denke schon, wow, okay, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Auf Platz 2 befindet sich Gift. Ja, sie wird richtig oft gespielt, alleine jetzt in den oberen Regionen. Und natürlich funktioniert Gift auch recht gut in jedem Deck. Es kostet wenig Energie und hat einen großen Radius. Jetzt kommen wir zu dem Platz 1. Anscheinend können die Top-Spieler nicht um diese Karte herumgehen. 28 der Top 30 Leiter in diesem Spiel benutzen den Elixiersammler, um einfach zusätzliche Elixiere zu bekommen. Ich kann dazu nur sagen, ich bin Arena 8 und sehe ihn eigentlich in jedem zweiten Deck. Es ist wirklich eine Karte, mit der ich auch damals sehr, sehr viel gespielt habe. Mal gucken, vielleicht lasse ich mir nochmal ein Deck irgendwie einfallen, da wo ich doch meine Elixierpumpe wieder mit dabei habe. Und ja, meine Lieben, das waren die Top 10 Karten aus dieser Woche. Ihr fragt euch sicherlich, hä, warum sagt sie eigentlich immer Top 10 aus dieser Woche? Es hat damit was zu tun, dass ich vielleicht einmal pro Woche so die Top 10, das habe ich jetzt glaube ich schon zum dritten Mal hintereinander gesagt, halt immer wieder so ein Video machen wollen würde für euch. Wenn ihr auf jeden Fall Bock darauf haben solltet, dann schreibt es mir noch gerne in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, dann interessiert es mich natürlich auch, benutzt ihr vielleicht eine von diesen Karten oder kommt damit gut aus oder habt ihr vielleicht auch doch schon relativ oft gesehen? Und nun ja, dann verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss.